Ich backe heute einen Rhabarberkuchen. Der soll schnell gehen, wird einfach von Hand gemacht, ohne Maschine. Und dafür brauche ich natürlich jetzt in der Rhabarberzeit Rhabarber. Den habe ich gestern Abend geschenkt bekommen, habe ihn geschält, also gewaschen, geschält, geschnitten und mit 250 Gramm Zucker vermengt und habe das über Nacht stehen gelassen. Ihr seht, wie viel Saft sich da gesammelt hat. Den Saft schütte ich natürlich nicht weg, ich schütte ihn schon ab, aber ich verwende ihn heute für einen Apfelkompott. Wenn man jetzt keine alten Äpfel hat und keinen Kompott machen möchte, dann kann man sich Läuterzucker aus dem machen. Also es ist viel zu schade zum Wegschmeißen, sage ich jetzt mal. Ja, auf diesem Wege möchte ich auch noch Danke, Petra, für den Rhabarber sagen. Es hat mich gefreut. Und jetzt komme ich zu den Teigzutaten. Da nehme ich 150 Gramm Butter, 75 Gramm Zucker, eine Prise Salz, ein Vanillezucker, ein Ei. Bei mir sind es 63 Gramm. Ich habe es extra abgewogen, weil das Ei doch groß war. Normal sind die 50, 55 Gramm die gängigen, aber das macht nichts. Man kann ja den Teig mit ein bisschen Milch oder mit Weißwein ausgleichen, wenn er zu trocken ist. Und dann brauche ich noch einen halben Teelöffel Backpulver, den ich immer siebe, weil Backpulverkörnchen mag ich überhaupt nicht im Teig. Ich habe hier jetzt so eine Quicheform, die ist 30 cm im Durchmesser, aber sie ist ja nicht hoch. Man kann auch 28 cm Springform nehmen, dann kommt er ein bisschen höher, aber das macht ja nichts aus. Für den Guss nehme ich 2 Becher Crème fraîche, 2 Eier, ganze Eier, 100 Gramm gemahlene Mandeln, einen halben Teelöffel Zimt und 100 Gramm Zucker, weil Rhabarber ist sauer und Crème fraîche ist ja auch nicht süß und ich brauche dann schon die Süße. Denn auch wenn der Rhabarber sehr gut gezogen hat, ist er trotzdem nicht süß, sage ich jetzt mal. Zuerst heize ich den Backofen auf 175 Grad. Nun fange ich mit dem Teig an. Ich gebe das Salz, Zucker habe ich schon drinnen, Butter, Mehl, das habe ich abgewogen. Die genauen Mengenzutaten findet ihr unterhalb vom Video, in der Videoanweisung. Und jetzt muss ich noch Backpulver sieben. Ihr seht, die kleinen Klümpchen, die muss man unbedingt sieben. Und das Ei. Während der Backofen jetzt aufheizt, knete ich mir von Hand mit sauberen Händen natürlich den Teig. Und in der Regel mache ich ja diesen Teig nicht so. Heute soll es aber schnell gehen. In der Regel knete ich mir immer die weiche Butter mit dem Zucker mal glatt und gebe dann Ei und die anderen Zutaten dazu. Dann habe ich nie diese Butterfasern oder Butterklümpchen im Teig. Heute soll es aber ein schneller sein und deswegen einfach die einfache Variante, wie Oma es eigentlich machte. Und ich sehe dann, ob ich noch etwas Milch dazugeben muss oder ob ich keine brauche. Das hängt ja immer von der Eigröße ab und von der Mehlbeschaffenheit. Ihr habt gesehen, ich habe ein bisschen, also ein Esslöffel Milch habe ich dazu genommen, ganz vorsichtig, da Dinkelmehl immer ein bisschen mehr Feuchtigkeit braucht. Es kommt wirklich auch auf das Mehl drauf an. Und ich habe ein sehr gutes Dinkelmehl, muss ich dazu sagen. So, jetzt drücke ich den Teig einfach in die. Es ist ein nicht zu fester Teig, aber schon fest genug, dass man ihn drücken kann. Jetzt drücke ich ihn einfach in die Form.
Jetzt gefällt mir mein Teig, wie ich ihn in die Form geglättet habe. Die Schüssel, die brauche ich nicht spülen. In dieser kann ich dann den Guss rühren. Da spare ich mir einen Spülgang. Nun wird der Rhabarber abgeseiht, also das Zuckerwasser, was ich halt später für Apfelkompott nehmen will. Jetzt kommt der abgeseihte Rhabarber einfach in die Form, ohne Speisestärke, ohne bemehlt, ohne gar nichts, und wird dann im vorgeheizten Backofen bei 175 Grad 20 Minuten vorgebacken. Und in der Zwischenzeit, während er vorbäckt, mache ich dann den Guss. Nun ab in den Ofen, 20 Minuten. Nun bereite ich mir den Guss vor. Ich nehme 2 Becher Creme Fraiche, 30-prozentigen. Und meine Eier, die waren so groß, also eins hatte 2 Dotter, deswegen habe ich hier 3 Eigelbe, aber es sind wirklich nur 2 Eier. Das eine war halt mit Zwillingen. Dann gebe ich den Zucker, Zimt, Nüsse und Eier. Und jetzt verrühre ich alles glatt und warte, bis der Kuchen aus dem Ofen raus darf. Und dann gebe ich den Guss oben drauf und lasse den Kuchen nachher noch einmal 25 bis 30 Minuten fertig backen. Jetzt sind die 20 Minuten rum. Ich habe jetzt bewusst den Rhabarberkuchen auf ein Backpapier gesetzt, weil es kann ja sein, wenn ich zu viel Guss gebe, wie auch immer, dass mir etwas rausrinnt. Und bevor ich Ofen putzen muss, vorher gehe ich vor und opfer lieber ein Backpapier. Jetzt mache ich so mit der Testklammer einfach nach oben, dass wenn was rausrinnen sollte, dass nichts im Backofen fließen kann. Oh, ich liebe Rhabarber. Es ist schon ein sehr feines Gemüse, wenn man es mag. Es gibt ja viele Leute, die gar keinen Rhabarber mögen, aber wenn man es richtig verarbeitet, dann ist es schon ein sehr, sehr feines Gemüse. Jetzt kommt der Kuchen, es ist ziemlich voll, also vielleicht rinnt auch etwas raus, ich weiß es nicht. Am besten man nimmt doch eine 32er Form, so Käsekuchenform, das wäre noch besser gewesen, aber es wird auch so werden. Jetzt lasse ich ihn noch weiter backen bei 175 Grad. Bei mir wird es vielleicht 30 Minuten dauern, in manchen Backöfen vielleicht auch nur 25. Der Kuchen, der war jetzt bei mir wirklich noch 35 Minuten im Backofen. Meiner braucht immer etwas länger, weil er ein bisschen größer ist, irgendwie, dieser neuere Kuchen. Also, ich will es euch zeigen, dass ich doch sehr, sehr gut gedacht habe mit diesem Backpapier, weil mein Backofen ist sauber geblieben, weil die Form ja nicht hoch ist. Habe ich vorgesorgt und es ist ein bisschen, dieses bisschen, was man sieht, seitlich raus, hier ist nichts raus. Am besten man nimmt eine Form, eine 32 Durchmesser oder eine höhere Auflaufform. In einer höheren, runden Auflaufform, 30 cm und ein bisschen höher, prima.
Trotzdem ist er sehr schön gebacken. In der Zwischenzeit habe ich mir 6 Äpfel geschält und mit ein bisschen Zitrone, was ich im Kühlschrank ausgepresst hatte. Und jetzt gebe ich das in mein Rhabarberwasser und hier habe ich einen Teelöffel. Ich habe so Zitronensalzpaste im Thermomix auch gemacht. Und das gebe ich auch mit dazu, weil das neutralisiert dann die Süße. Ein bisschen Zimt und vielleicht brauche ich noch einen dicken Zucker, das schmecke ich dann ab, wenn ich Kompott koche. Und jetzt mache ich, während dieser abkühlt, mache ich auch noch den Apfelkompott. Einfach so, dass ich das gute Rhabarber-Zuckerwasser nicht wegschmeißen muss. Ich lasse jetzt den Kuchen komplett auskühlen und dann schneide ich ihn natürlich in dieser Form, den rausholen kann ich den nicht, aber vielleicht bricht ja das erste Stückchen, das macht ja nichts. Aber ich zeige euch, wie der Kuchen dann im Anschnitt aussieht und ich sage euch eins, es riecht so, so lecker in der Küche und er wird gut schmecken. Mal was anderes, nicht immer das gleiche mit Baiser oder anderen Guss. Ich finde die so mit diesem Mandelcreme Fraiche Guss sehr, sehr schön. Der Rhabarberkuchen ist jetzt kalt. Ich habe ihn auch angeschnitten. Hier seht ihr den Anschnitt. Es ist zwar viel Füllung drinnen, aber dennoch durchgebacken. Und was ich an so einem Kuchen liebe, ist, dass im Vorfeld habe ich ein bisschen Arbeit, aber wenn er dann im Ofen ist und aus dem Ofen rauskommt, dann ist er komplett fertig, was bei einer Torte dann nicht der Fall ist. Und deswegen liebe ich solche Kuchen. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann dürft ihr es gerne nachbacken. Ich wünsche euch gutes Gelingen dabei. Das Rezept findet ihr auf Facebook unter Helgas Leckereien. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.